Hallo und willkommen bei My Yu-Gi-Oh! TCG. Heute mal wieder vergessene Yu-Gi-Oh! Karten. Und ja, heute trifft der Plural mal wieder zu, denn es sind wieder mal zwei Yu-Gi-Oh! Karten. Und hier kommt die Karte, um die es hauptsächlich heute gehen wird: der Skull Guardian oder der Totenkopfwächter. Ja, und dazu haben wir noch passend die Ritualzauberkarte, der Novox Prayer. Ja, schauen wir uns doch mal die Karten an. Also hier der Novox Prayer, natürlich eine Ritualzauberkarte. Das ist eine sehr alte Ritualzauberkarte aus der japanischen Series One. Dementsprechend bedeutet dieser Schriftzug da oben nicht nur einfach Zauberkarte, sondern eben Ritualzauberkarte. Es gibt kein Ritualzauberkartensymbol in diesen Karten. Ganz besonderer Fun Fact am Rande. Dann der Skull Guardian. Ja, wir haben hier ein Lichtmonster der Stufe 7. Vom Typ Krieger ein Ritualmonster mit 2050 Angriffs- und 2500 Verteidigungspunkten. Und ja, die Beschwörung funktioniert wie bei jedem anderen Ritualmonster. Man braucht eben die Zauberkarte und den Skull Guardian in der Hand. Dann muss man Monster von der eigenen Spielfeldseite oder von der Hand opfern oder eben beides zusammen, die zusammen 7 oder mehr Stufen haben und dann kann man den Skull Guardian von der Hand als Ritualbeschwörung beschwören. Ja. Diese Karte ist, oder beide Karten zusammen sind ursprünglich im OCG in dem sogenannten Dark Ceremony Edition Pack erschienen. Dieses Pack war eine Erweiterung des japanischen Premium Packs 2. Ja, es gab seitdem kein Reprint mehr im OCG. Im TCG wiederum hat man den Skull Guardian in Tournament Pack 2 oder Tournament Pack 3, ich glaube es war 2, als Rare-Karte rausgebracht. Novox Prayer, die Ritualzauberkarte, war dann eine Common-Karte. Ja, die sind beide auch sehr, sehr selten, sind auch niemals reprintet worden, genauso wie der Dokuro-Reiter, den ich euch im letzten Video schon vorgestellt habe. Ja, deswegen weniger eine Karte, die man spielen würde mit diesen Werten, da sie auch keinen Effekt haben. Also der Skull Guardian hat keinen Effekt. Ja, reiner Sammlerwert, eben aufgrund der Seltenheit oder dieser Nostalgiewert. Wer die alten Gameboy- oder Playstation-Spiele gespielt hat, wird diese Karten wahrscheinlich auch kennen, denn da kamen sie vor. Ja, ansonsten sind sie eher unbekannt. Man hat wenig von ihnen gehört in letzter Zeit. Eine Besonderheit noch, die ich euch zeigen möchte, ist diese hier. Hier steht Gesetzeshüter. Das ist tatsächlich der japanische Name von Skull Guardian. Warum man den geändert hat, keine Ahnung. Diese Skizze hier hat Katsuki Takahashi persönlich angefertigt. Er hat nämlich mehrere Monster für ein ja, Videospiel von Konami entworfen, das schreibt er auch zu Beginn hier. Da steht es. Das sind nur grobe Skizzen, die ich für ein Videospiel gemacht habe. Ja, diese Skizzen sind im 18. Band des deutschen Yu-Gi-Oh! Mangas vorhanden. Also ziemlich cool, wenn ihr die Möglichkeit habt und diesen Band mal in die Hände bekommt, dann schaut doch mal da rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war dann auch schon die heutige Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr fandet das Ganze informativ. Kanntet ihr Skull Guardian schon vorher oder kanntet ihr ihn noch nicht? Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Und vor allem auch, was haltet ihr von diesem Monster? Also ich finde ja wirklich das Design, das ist einfach nur genial. Genauso natürlich von der Ritualzauberkarte, aber hier muss ich sagen, ist ganz klar das Monster der Favorit von den beiden. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.